Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinen Channel. Ich hoffe wirklich für mich und für euch, dass ihr diesen Satz das ganze Jahr über hört und nicht mal da und dann nicht da. Egal. Ich habe heute auf jeden Fall ein Chit-Chat Get Ready With Me. Wir machen unsere Haare und unser Make-up und reden über die Sachen, die ich das Jahr 2021 gelernt habe. Ist eine ganze Menge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euer 2021 gelaufen ist. Wir fangen auf jeden Fall mit den Haaren an. Und zwar ist dieser Teil des Videos von Pomelo gesponsert. Ich habe hier einmal die Peach Paradise Reihe bzw. das Shampoo und den Conditioner. Auch abgesehen davon, dass die Produkte wirklich richtig, richtig gut riechen, sind sie vegan. Und die Peach Paradise Reihe ist für trockene Haare. Ich habe trockene Haare. Generell Typ 4 Haare sind meistens trocken. Abgesehen von diesen Produkten habe ich noch die Vanilla Boost Repairing Hair Treatment. Das ist eine Deep Conditioning Mask, die ich für die Spitzen sehr empfehlen kann. Und dann habe ich noch das Vanilla Elixir, das ist ein Haarserum. Hat eine sehr, sehr, sehr leichte, flüssige Textur, was das Haar nicht beschwert, was natürlich gut ist, wie ihr sehen könnt. Und die ganze Reihe riecht einfach so, 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 so nice. Pomelo verwendet wirklich sehr gute Inhaltsstoffe, sind frei von Tierversuchen und vegan. Und ich zeige euch mal die Anwendung, beziehungsweise wie meine Haare vorher aussahen und wie sie nachher aussahen. Mit dem Code, den ihr in der Infobox finden werdet, könnt ihr auf jeden Fall sehr viel sparen. Also wer Interesse hat und auch die Produkte von Pomelo testen möchte, schaut in der Infobox auf jeden Fall vorbei. Ich hatte meine Haare vorher geblowdried, deswegen sind sie so gestretched. Aber ich benutze, nachdem ich meine Haare befeuchtet habe, das Pomelo Peach Paradise Shampoo. Abgesehen davon, dass die Produkte oder die ganze Reihe wirklich richtig gut riecht, hat sie auch gute Inhaltsstoffe, wie unter anderem Provitamin B5, Kokosnuss und Vitamin E. Ich benutze Shampoos grundsätzlich nur für meine Kopfhaut, da meine Haare schon so trocken sind, aber dieses Shampoo ist explizit für trockene Haare. Wenn ich das Gefühl habe, meine Kopfhaut ist rein und ich es gut einmassiert habe, wasche ich das Shampoo aus und dann kommen wir zum Conditioning-Part. Dieser Part ist mein Favorite Part, wenn es um meine Wash-Routine geht, denn da detangle ich und da spüre ich, wie weich meine Haare eigentlich werden und wie meine Lockentextur wieder richtig schön definiert wird. Auch dieses Produkt von Pomelo ist vegan und hat sehr gute Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Birkenblattextrakt, Kokosöl und Stachelbeere. Wie ihr sehen könnt, meine Haare sind lebendig, fluffig und ja. Wenn ich den Conditioner ein bisschen drinne gelassen habe, wasche ich ihn wieder aus und dann sind wir fertig mit diesem Teil. So, kommen wir nun zu den Haaren. Und zwar hatten die nun ein bisschen Zeit zu trocknen. Ich empfehle euch wirklich immer ein Mikrofasertuch zu nehmen, beziehungsweise so ein Haarturban, Hairwrap. Och, meine Haare riechen erstens so gut, zweitens sind so lebendig. Ich kann quasi alles gerade mit denen machen. Und I just love that for me, weil davor habt ihr gesehen, stiff. Gut, das erste, was ich mache, ist, ich trenne vorne ein paar Haare. Ab. Diesen Teil klippe ich mir jetzt mal kurz weg, beziehungsweise binde ich mir kurz weg. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Jedes Curly Girl sollte so eine Sprühflasche haben, because it's just life. Und da ist nur Wasser drin. Und damit sprühe ich mir quasi nur die vorderen Haare ein. Dann bürste ich mir meine Haare zur Seite, damit auch alles schön slick ist. Und das geht super gut, weil meine Haare wirklich an Feuchtigkeit gewonnen haben. Generell, Type 4 Haare werden nicht unbedingt länger, sondern bigger, was ich schön finde. Die wachsen
in die Breite. Dann besprühe ich diese zwei Strähnen hier vorne mit Wasser, so dass sich alles nochmal schön lockt. So, die letzten zwei bzw. drei Schritte sind das Vanilla-Elixier nehmen. Das verleiht mir einen schönen Schein und spendet auch nochmal Feuchtigkeit. Und das drücke ich in meine Spitzen vor allem ein. Es gibt einen gesunden Glanz, aber keinen fettigen Glanz, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und dann nehme ich das auch nochmal für die vorderen zwei Strähnen und den Rest einfach um mein Haar herum. Wer will, kann das Ganze natürlich so lassen. Ich möchte diese zwei Strähnen blowdryen und die Strähnen dann aufmachen, damit sie lockig sind bzw. eine einheitliche Lockentextur haben. Ich habe auf meinem Kopf keine einheitliche Lockentextur, was total normal ist. Hinten habe ich größere Locken als vorne, in der Mitte habe ich krause Locken, also das ist total normal. So, ich habe die vorderen Haare nun geblowdried und jetzt machen wir das Ganze auf. Ich habe nicht sonderlich lange die Haare geföhnt, nur einfach ein bisschen, dass die Haare ein bisschen trocken werden. So, das ist der fertige Haarlook, sehr, sehr simpel, aber dennoch irgendwo ein bisschen cute. And embracing my natural hair. Im nächsten Teil geht's dann weiter mit dem Make-up-Look. So Leute, willkommen in der Vergangenheit. Es ist fast schon lustig für mich selber zu sehen, dass ich das Jahr 2021 eigentlich mit YouTube, mit meinen Vorsätzen ganz gut gestartet habe. And then, girl, something went left. Es hatte viel mit persönlichen Gründen zu tun, die ich natürlich jetzt mit euch teilen könnte. Aber das Video soll ein Uplifting-Video werden. Es soll ein, ja, was kann ich besser machen Video sein. Weil 2021 was just, ach, das Jahr 2020 war sehr busy. Ich hatte viel zu tun, keine Zeit für vieles, außer my business, honestly. I was doing me, I was on my business. Ich glaube, da sind mir sehr viele Sachen einfach gar nicht richtig aufgefallen. Und damit meine ich, wie glücklich ich bin, wie zufrieden ich mit meinem Leben bin. Für mich war das einfach, if there's work to do, also wenn ich was machen muss, I'ma do it. And I'ma get it done, regardless. Aber mir selber manchmal Aufgaben zu geben, beziehungsweise mir selber manchmal Task und Arbeit zu machen, ach, girl. Und das ist halt das Schlimme, beziehungsweise das Gute und das Blöde am, ja, ich arbeite quasi für mich selber. Because keiner wird dir sagen, heute musst du A, B und C machen und wenn du es nicht schaffst, dann so und so und so. Nobody gives a about you. Das unterschätzen viele. Because it's not that easy. Wirklich, es ist nicht so easy, immer seine Motivation und Spirit zu finden. Ich habe auch ganz oft gelesen, also in Fragen, Q&As und so, die an mich gestellt worden sind. Wie bleibst du motiviert? Girl, I haven't been motivated. Und das sieht man. Das sieht man in, ja, in allem quasi. Man sieht es, ich poste nicht regelmäßig meine Videos. Ich nehme mir vor, wieder back zu sein und dann I'm gone. Aber wisst ihr was, 2022, like, I'm putting myself in a better space. Und das kann ich euch auch raten, weil sehr viele, und mit sehr viele meine ich wirklich sehr viele, scheinen wirklich sehr unmotiviert zu sein. Sei es jobtechnisch, Freunde, Beziehung. It's just a lot. Und auch noch Covid, so jede Woche kommt ein neuer, dann kommt irgendwie Delta, Omikron, IHU, dann eine Version von Influenza und Corona, Fluorona. Und jetzt gibt es irgendwie noch eine Kombination von Delta und I don't know. I don't know. I wanna hear about it. I don't wanna talk about it. Weil das zieht einen wieder so runter mental. I'm not here for it. I'm just not here for it. Aber was ich auf jeden Fall 2021 gelernt habe, also das letzte Jahr, you gotta put yourself first. Egal in was für einer Situation du dich befindest, put yourself first. Und das meine ich jetzt nicht auf so eine selfish und egozentrische Art und Weise, sondern wenn es dir nicht gut tut, du musst raus.
du musst einfach aus der Situation raus. Und ganz explizit Freundschaften, wenn du das Gefühl hast, es ist draining, wenn du das Gefühl hast, die andere Seite, die andere Partie is not really that deep for them, then you just gotta go. Am Ende des Tages wird immer eine Situation kommen, wo du dir gewünscht hättest, dass du die toxische Beziehung und mit toxischer Beziehung meine ich nicht nur eine romantische Beziehung, sondern halt auch Freundschaften oder ja, keine Ahnung, Beziehungen zu Familienmitgliedern, because we all know how these people like to play. Aber you just gotta go. Und bei mir, don't get me wrong, ich war jetzt nicht in einer toxischen Beziehung, ne? Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Ich war jetzt nicht in einer toxischen Beziehung, wo ich mich schlecht gefühlt habe oder wo ich schlecht behandelt wurde. Thank God. Aber es war halt trotzdem nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich rede gerade allgemein auch Freundschaften, weil in einer Freundschaft hat man ja irgendwo etwas gemeinsam. Ne? Man bondet, man verbündet sich über ein bestimmtes Thema, redet öfters darüber. Nicht mal, dass es immer zum Gesprächsthema wird, aber man hat einfach irgendwas gemeinsam, wo man einfach super mega gerne drüber spricht und man weiß, oh, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so, ihr habt verschiedene Freunde für verschiedene Dinge. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Beziehungsprobleme habe, dann weiß ich, oh, ich gehe zu Person A, weil die Person in einer Beziehung ist vielleicht, mir da vielleicht weiterhelfen kann. Wenn ich jetzt Probleme mit einer bestimmten Sache, mit Arbeit oder so, ne, dann gehe ich vielleicht zu Person B, weil ich weiß, oh, die ist sehr karriereorientiert. Vielleicht bin ich nicht nur so, sondern ihr habt auch, ja, keine Ahnung, Freunde für bestimmte Themen oder Freunde für bestimmte Situationen im Leben. Nichtsdestotrotz, sind das ja halt deine Freunde. Ne? Und wenn dieses eine Thema, wo ihr zuerst gebondet habt, ich weiß echt nicht das deutsche Wort dafür, nicht mehr existiert, dann nicht mal, dass es knifflig mit der Freundschaft ist oder wird, weil eine Freundschaft sollte jetzt nicht nur über ein Thema oder einen Aspekt in eurem Leben basieren, aber manchmal ist das einfach so. Man lebt sich auseinander. Ich habe nämlich mit einer Freundin auch mal gesprochen, die nun verheiratet ist und mit ihren alten Freunden quasi sehr schlecht gebondet hat, weil die gar nicht mehr ihre Probleme versteht. Also so, die reden über zum Beispiel das Single-Dasein und so und sie kann halt nicht mitsprechen und sie will auch gar nicht mitsprechen. Because, girl, I'm not single no more. I'm in a whole marriage. So. Und ich kann dann schon verstehen, dass man sich dann ein bisschen ausgeschlossen fühlt, beziehungsweise, dass man einfach diesen Aspekt nicht mehr hat zum Bonden. Was nicht mehr schlimm ist, because Leute kommen und gehen, ne? Wenn es natürlich sehr wertvolle Freunde sind, wie gesagt, dann bondet man nicht nur über eine explizite Sache, sondern über euer ganzes Leben so. Also forst keine Beziehungen. Freundschaftlich. Romantische Beziehungen, vor allem romantische Beziehungen, sollte man nicht forcen. Es geht einfach nur nach hinten los. Und am Ende mehr Schaden als anything else. Ganz, ganz, ganz explizit zu Beziehungen. Ich habe immer gelesen, Red Flags hier. Wir sind das langsam leid mit dem Red Flags-Thema. Wir wissen alle, dass Red Flags von Anfang an eigentlich deutlich sind, aber wir denken, es ist Karneval, so ist fein oder es sind irgendwie pinke Flags, was weiß ich was. Ich werde mich jetzt nicht über Red Flags unterhalten, because, girl, Red Flags erkennt man immer am Ende. Am Ende denkst du dir, that was a red flag. Aber hey, so, ne? Man lernt, man lebt und lernt und, ich hoffe, dass man lernt, weil if not, honey, bei Beziehungen, wenn du einfach merkst, dass du dich unwohl fühlst, dass du anfängst, nicht mal zu zweifeln, weil Zweifel sind normal. Also kommt drauf an, wie stark diese Zweifel sind, aber Zweifel sind grundsätzlich normal und ich denke auch gesund, weil wenn du nie zweifeln würdest, dann wäre es dir ja scheißegal, was die andere Person quasi macht, beziehungsweise wäre dir ein Leben ja egal, weil man kann sich oder man ist sich meistens sicher, aber es gibt immer noch eine Stimme, die dann sagt, oh, was ist wenn? Und das ist ja diese kleine Zweifelstimme. Es kommt nur drauf an, wie laut diese Stimme ist. Also wenn du
schon 10-mal in derselben Situation warst, dann würde ich auf diese Stimme hören. Aber wenn du eigentlich weißt, du machst dir jetzt gerade nur unnötig Panik, dann wird man in meinen Augen Red Flags so gar nicht erkennen. Aber was ich auf jeden Fall über Beziehungen gelernt habe und auch immer noch am Lernen bin, cause ich bin nicht allwissend, ist auf jeden Fall Kommunikation, ja. Ich bin zum Beispiel eine Person, wenn mir was nicht passt, ich spreche es an. Aber ich guck mir das an, so ein, zwei Mal bin ich leise, so spätestens beim dritten Mal spreche ich es an. Und ich weiß oder ich habe gelernt, dass sich jeder damit klarkommt. So, das heißt ja so, Frauen meckern immer viel, oh ja, nagging und ja, aber was soll ich denn sonst machen, wenn mir was nicht passt? Should I leave? Weil ich will ja nicht diese Beziehung verlassen, nur weil irgendwas, ne? Aber was ich gemerkt habe, wenn Verständnis für die andere Person nicht da ist, wenn Empathie für die andere Person nicht da ist, girl, save your breath. If you really, really want to, there's always a way. Und wenn du keinen Bock hast, there is no way. Dann noch eine Sache, über die ich wirklich erstaunt bin. Und zwar habe ich das letzte Jahr eine bestimmte Sache immer und immer wieder gesagt. Ich sag ja zum Beispiel immer, oh ja, speak it into existence, so, ne? Aber, dass diese bestimmte Sache wirklich wahr geworden ist, beziehungsweise eingetroffen ist, oh, the Lord is good. Manifestation funktioniert wirklich. Ich denke aber, Manifestation ist nicht unbedingt wie die ganzen anderen YouTuber es, ja, du musst es dir aufschreiben, du musst es dir das. Nein, du musst es verinnerlichen. Man sagt ja, die Zunge ist sehr powerful. Es funktioniert auf jeden Fall, wenn man es ausspricht. Also bei mir hat es so zumindest so funktioniert. Und sei dir bewusst oder sei sicher, dass du das, was du aussprichst, auch wirklich willst. Und was ich damit sagen möchte ist, sometimes things are gonna hit you real fast. Und du merkst es gar nicht. Also ich finde zum Beispiel, das Jahr 2021 ging irgendwie so langsam, aber irgendwie auch so schnell vorbei. Und gegen Ende war dann auf einmal so, was? Wir sind schon Dezember? Das war für mich so, wo war das Jahr denn hin? Weil ich habe zwar das gemacht, was ich machen wollte, weil mein Ziel war es auf jeden Fall zu reisen. Auch wenn es nur Ghana war, I mean Ghana's lit. Trotzdem habe ich das Gefühl, das Jahr ging so schnell vorbei. So schnell. Eine persönliche Frage an euch. Habt ihr das erreicht in 2021, was ihr erreichen wolltet? Weil wie gesagt, ich habe ein, zwei Sachen von meiner Liste abhaken können. Aber noch lange nicht das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und zwar growing, like I grew as a person, aber I didn't grow my business. Und ein dummes Beispiel. Ich hatte in meinem letzten Video, meine Wash Routine, hatte ich gesagt, ja, 2021 habe ich mich nicht so um meine Haare gekümmert, wie ich es haben wollte. Und ich bin eine Person, das ist sehr dumm, ne? Also ich, nicht dumm, vielleicht seid ihr auch so. Wenn es mir gut geht, ist meine Self-Care Routine einfach on point. Hair Routine ist on point. Body Routine ist on point. This is on point. Ich fühle mich on point. Like, I look on point. Aber das letzte Jahr, honey, 9 times out of 10, I was looking like a homeless person. I'm not fishing for compliments. Aber kennt ihr das? So, weil das Jahr nicht on point war, oder nicht mal, weil das Jahr nicht on point war, ich habe mich einfach nicht on point gefühlt. Deswegen sah ich meiner Meinung nach nicht on point aus. Und, oh mein Gott, können wir bitte eine Sache lassen in 2021? Stop commenting on people's weight. Und jetzt ganz gezielt, Freunde, oder kennt ihr Freunde, die nicht wirklich Freunde sind, das sind so Acquaintances, die Social Media Freunde. Man kennt sich persönlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jeden Tag redet oder dass man irgendwie sich anruft, wenn man Probleme hat. Ihr wisst, was ich meine. Einfach diese entfernten Freunde, wo man sagt, ja, I'm keeping my distance, like, ist cool. So, wenn ich von mir aus nicht komme und dir irgendwas erzähle, don't ask me. Don't ask me about anything. Frag mich nicht, wenn wir so close sind.
dann hätte ich es dir gesagt. Anyway, wir sind jetzt von dem Thema Manifestation sehr abgeschweift. Auf jeden Fall, Manifestation ist für mich nicht morgens aufstehen und aufschreiben, was du willst, sondern für mich ist kontinuierlich über eine Sache sprechen, denken und aber auch die gewisse Arbeit oder die notwendige Arbeit auf jeden Fall tun, damit dieses Ziel, was du die ganze Zeit aussprichst, zur Gegenwart wird. Okay, das war ein bisschen viel Blush on my nose. 2020 war meine Work-Life-Balance off. I was just working. 2021 war meine Work-Life-Balance auch aus, because I was just... What was I doing? Was habe ich das Jahr 2021 so richtig accomplished? Not much. I made a couple of dollars here and there, aber so von den Zielen, die ich richtig hatte, weiß ich nicht. Am Ende des Tages kann ich nicht nur arbeiten, will ich auch nicht. Für 2022 habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das ein bisschen besser zu regeln, auf jeden Fall strukturierter zu arbeiten. Ich will mir natürlich nicht wie letztes Jahr eine Riesenpause mit Social Media gönnen. Ich mache kurz meine Augenbrauen und dann bin ich wieder da bei Reden und Augenbrauen. Meine Work-Life-Balance, it was just off. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare, because I'd like to know, weil ich keinen Plan habe. Ich versuche nicht dieser ganzen Depri-Szene draußen, also mit Covid, zu verfallen. Aber es ist sehr exhausting, jedes Mal was Neues zu hören. Aber wenn man mich jetzt fragt, so okay, wo nimmst du deine Motivation her? Ach, die Frage ist, ob ich welche habe, aber so... Ich bin jetzt auch kein kleines Kind mehr, like. Man muss sich vor Augen führen, was willst du eigentlich in deinem Leben? Was willst du? Und wenn du diese Frage beantworten kannst, dann musst du am Ende des Tages einfach das machen, was du tun musst, um das zu erzielen, was du haben willst. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, wenn man eine sehr gute Freundin, einen sehr guten Freund, einen Partner hat, eine Partnerin hat, mit der man über sowas reden kann. Weil ich bin zum Beispiel jemand, I'm very talkative. Ich mag es, über bestimmte Sachen zu reden. Ich mag es, Tipps zu bekommen. Wenn dir was nicht passt, dann sag es mir. Natürlich sag es mir... Sorry, mein Spiegelblende. Natürlich sag es mir nicht... Ne? Sag, lass mich hin. Be nice and kind. And, you know. Aber im Endeffekt möchte ich sowas auch gerne wissen, weil ich würde dir es auch sagen. Nicht um dich zu ärgern, sondern to make you better. Weil ich denke mir, wenn nicht mein Partner, wer dann? Weil von fremden Leuten würde ich mich hundertprozentig angegriffen fühlen. I'm just being honest. Von engsten Freundinnen würde ich mich, würde ich mich nicht angegriffen fühlen. Aber es kommt halt drauf an, wie du es mir sagst. Von meinem Partner, weil ich weiß, du bist am Ende des Tages die Person, die mit mir im Bett schläft und mit mir, keine Ahnung, nicht das, was ihr denkt, aber auf den, mit denen ich kuschel und ne. Wenn nicht du das Beste für mich willst, wer dann? Okay, vielleicht meine Mutter oder meine Eltern. Aber im Endeffekt... Wenn nicht du, wer dann? So, ne? Ich bin eigentlich gar nicht so ein Sternzeichen-Freak von wegen, oh ja, ich bin Gemini, ich bin Zwilling und deswegen mache ich das und das. Nein, bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir mein Sternzeichen mal durchgelesen und viele Sachen sind so typisch für mich. So typisch. Und ich habe eine Freundin, die ist Leo. Und sie sagt auch manchmal so, meine Sternzeichen-Sachen, die ich da lese, nicht Horoskope, ne? Ich denke jetzt nicht, morgen passiert mir was Gutes, weil das da steht oder so. Aber so typische Charaktereigenschaften, bei ihr trifft das auch zu, ne? Wie lange? Maybe. Ich habe gefühlt noch 3 Lash Extensions übrig, weil ich einfach zu faul bin, aufzustehen und zum Lash Tag zu gehen. Und letztes Mal in meinem Vlog, glaube ich, haben Leute gefragt, wo ich meine Lashes mache. Und zwar mache ich sie bei Skin Bar Hamburg. Skin Bar Hamburg kann ich wirklich empfehlen. Super nett, super professionell. Lashes haben wirklich lange gehalten. Dafür, dass ich mehrmals meine Haare damit gewaschen habe. Und das, nachdem ich sie gemacht habe. Was ich nicht empfehle. Sorry. Und kann ich wirklich empfehlen.
Oh Leute, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Eyeshadow hier mache. Egal. Einfach blenden und gut ist. Ach, und ganz kurz zum Thema Giveaways im Monat Dezember. Ich wollte eigentlich mehr Vlogs hochladen, dementsprechend auch mehr Giveaways machen. Das hatte ich euch ja gesagt oder versprochen, dass es viele Giveaways geben wird, auch einfach, weil ich zurückgeben möchte. Dann, you know what, dann habe ich das mit dem Vloggen nicht richtig durchgezogen, fand die Vlogs dann irgendwie auch nicht so toll, dass ich das jetzt posten möchte. Aber dafür wird es im Januar verteilt Giveaways geben. Deswegen, ich werde nicht immer dazu schreiben, Giveaway. Schaut einfach bis zum Ende. Innerhalb des Videos werde ich bestimmt sagen, oh, Giveaway. Dann wisst ihr Bescheid. Und ja, also im Januar wird es auf jeden Fall auch Giveaways geben. Ich habe ja schon ein Giveaway gemacht mit Hair Products und so weiter und so fort. Aber es wird auf jeden Fall noch Skincare Giveaway geben, Make-up Giveaway geben. Und ein, oh, Self-Care. Wenn dieses Video online kommt, ich glaube, da werden sich viele freuen, weil ich mich derb über die eine Sache gefreut habe. So, mit Lashes sieht man schon aus wie eine ganz neue Person. So. Zu guter Letzt Setting Spray. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, meinen Channel zu abonnieren. Folgt mir gerne auf Instagram. Mein Name ist Irene Asamoah Official. Und schreibt mir in die Kommentare, wie immer eigentlich, was ihr als nächstes sehen wollt. Und was hast du im Jahr 2021 gelernt, was dich sehr geprägt hat? I would like to know. Dann bis zum nächsten Video. Bye bye.